Herzlich willkommen bei Knit and Shine. Herzlich willkommen zur Socken-Sonderfolge. Denn, wie ich das letzte Mal schon angekündigt habe, wird es heute ein kleines Gewinnspiel geben, eine Verlosung. Anlässlich meiner 3000 Abonnenten, und da danke ich euch nochmal ganz herzlich dafür. Ich danke auch für alle Kommentare, die das letzte Mal unter das Video geschrieben wurden. Jetzt gar nicht so sehr sich auf die Socken beziehen, sondern es waren auch viele Glückwünsche dabei und viele Anmerkungen oder Tipps, und ja, auch dafür ganz ein herzliches Dankeschön. Aber natürlich haben viele eine Schätzzahl geschrieben, denn die Frage war ja, wie viele Paar handgestrickte, ein paar handgehäkelte Socken ist auch dabei. Also ich hoffe, ihr verzeiht, wenn ich das auch dazu zähle. Wie viele befinden sich in unserem Haushalt? Also es leben ja nur mein Mann und ich in diesem kleinen Häuschen. Und aber es sind auch welche von meiner kleinen Enkelin dabei. Ja, und wie ihr vielleicht daran erkennt, heute ist Ostermontag. Gestern habe ich dieses hübsche Gesteck bekommen von meiner Tochter. Und ich habe mir gedacht, das macht sich ganz gut hier. Bringt auch ein bisschen mehr Freude rein, mehr, naja, mehr Buntheit kann man schlecht sagen, aber ja, sie machen sich ganz hübsch da hinten die Blumen, dass das Ganze ein bisschen symmetrisch ist. Hier rechts und links habe ich auch die Socken aufgebaut und da einen Stoß voll Bücher und mein Tablet und auch einen Zettel. Ich habe mir ja da schon ein paar Namen rausgeschrieben, die so ungefähr hinkommen werden an die Anzahl, die es dann wirklich sind. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin mir auch nicht ganz, ganz sicher. Ich habe sie einmal durchgezählt, dann ist noch was dazugekommen und wieder was weggekommen. Naja, ich hoffe, ich habe die richtige Zahl im Kopf, aber ich werde mitschreiben. Ja. Ich hoffe, das gelingt mir. Aber zu Ostermontag möchte ich auch noch ganz kurz was sagen. Vielleicht haben viele von euch gestern gefeiert oder feiern auch heute noch im Familienkreis. Bei uns ist das ja immer so, dass wir Eier und Schokolade und kleine Geschenke verstecken, bei Schönwetter im Garten und bei Schlechtwetter halt im Haus herin. Gestern war es geteilt und ja, das macht immer Spaß, auch den großen Kindern. Ja, und heute habe ich, ich bekomme immer den Bibelvers des Tages zugeschickt, und da stand heute, einen Moment, ich bin der gute Hirte, und vielleicht kommt euch das bekannt vor, denn das war ja in den letzten Folgen, als ich über die Ich Bin-Worte Jesu gesprochen habe, auch schon mal dabei. Und hier geht es aber weiter, ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Andere Übersetzungen sagen auch, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und da klingt eben schon der Tod an, den wir am Karfreitag denken. Ja, und aber am Ostersonntag passiert ja das Wunderbare, dass Jesus auferstanden ist. Und da habe ich was ganz Interessantes auch jetzt gehört, nämlich dieses Jahr war der Karfreitag der 7. April, und nach wissenschaftlichen Berechnungen soll Jesus wirklich am 7. April gestorben sein. Und ich lese jeden Morgen auch ein bisschen in der Bibel, beziehungsweise ich höre es mir dann auch manchmal an. Und da ist jetzt heute gewesen Johannes 1. Das heißt, es ist nicht nach einem Jahr geordnet, sondern also es ist so ein Bibelleseplan, wo man in einem Jahr durch die ganze Bibel kommt, aber man kann jeden Tag beginnen. Also es ist nicht an den Kalendertag begonnen, nicht an den Kalendertag gebunden. Aber lustigerweise, ja, lustig, nein, es ist eigentlich nicht lustig, aber genau heute war wieder so ein Hinweis drauf, eben in dieser Stelle von Johannes 1, Vers, wo ist das jetzt nochmal? 29, da geht es eben darum, zuerst schreibt Johannes über der Apostel Johannes, nämlich wie Jesus in die Welt gekommen war. Und dann geht es um den Johannes den Täufer, also das ist ein anderer Johannes. Und er schreibt hier, am nächsten Tag bemerkte Johannes, eben Johannes der Täufer, dass Jesus zu ihm kam. Er war zu ihm gekommen, um sich von ihm taufen zu lassen.
Und er sagt, da rief er, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünden der Menschen wegnimmt. Also schon ganz am Anfang des Wirkens Jesu, ja, als er so öffentlich in Erscheinung trat, wusste Johannes der Täufer, was mit ihm geschehen würde. Die zwei kannten sich, ja, die zwei kannten sich, weil sie verwandt waren. Er sagt hier eben, es ist Gottes Opferlamm. Und im Alten Testament wurden eben Tiere geopfert, um die Sünden der Menschen vergeben zu können, um sie von den Sünden zu reinigen. Aber hier sagt er zu Jesus, er ist das Opferlamm. Also er weist damit auf seinen Tod schon hin. Und warum wird er sterben? Weil er die Sünden der Menschen wegnehmen will, weil er so ein Opfer, weil er bereit ist, dieses Opfer zu geben. Und natürlich waren es die Römer, die ihn hingerichtet haben. Und natürlich waren es die Juden, die ihn angeklagt haben. Aber es war Gottes Plan von Anfang an, dass Jesus für unsere Sünden sterben sollte. Ja, das wollte ich anlässlich der Osterfeiertage nochmal kurz sagen. Und ich werde auch zwei Videos verlinken von Markus Voss, wo er über diese Ostertage eben damals, als Jesus gestorben und auferstanden ist, wo er das ganz genau beschreibt, was damals alles passiert ist. Mit ein bisschen Fantasie, muss ich sagen. Er hat das ziemlich ausgeschmückt, teilweise mit historischen Hintergründen, teilweise, denke ich mir, war sein Gefühl, aber trotzdem sehr interessant. Ich werde euch das verlinken unten. Ja, und beim Wort verlinken sind wir schon an der richtigen Stelle, nämlich bei den Socken. Ich werde die jetzt nicht alle unter dem Video verlinken, wie ich es normalerweise bei meinen Podcasts mache, dass ich jedes Stück, das ich in die Kamera halte, euch auch unten verlinke und euch somit direkt an meine Ravelry-Seite verbinde. Nein, das werde ich diesmal nicht machen, das ist zu viel Arbeit. Aber ihr findet sie größtenteils dort und ich werde, so viel ich mich daran erinnere, euch auch sagen, woher ich sie habe. Aus welchem Buch oder aus welcher Anleitung oder zu welchem Pulli sie passen. Ja, es haben nämlich auch viele unter den Videos geschrieben, unter dem letzten Video geschrieben, nicht nur die Schätzzahl, sondern sie möchten sie gern alle sehen. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich dieses Video jetzt mache. Gut, dann fange ich einmal hier an mit diesem Wäschekorb. Hier drin habe ich Socken, die nicht mir gehören. Ja, also das sind Socken von meinem Mann, Socken von meiner Enkeltochter und Socken zum Verschenken und beziehungsweise zum Spenden. Ich verschenke die manchmal an liebe Leute, die Geburtstag haben oder zu einem Anlass oder ich spende sie eben an die grünen Socken oder ich habe auch schon einige Socken an die Gruft gebracht. Das ist eine Sammelstelle in Österreich beziehungsweise auch eine Aufenthaltsstelle von Obdachlosen, wo man eben auch Sachen abgeben kann. Genau, also das erste Paar, das ich hier habe, ist dieses Sneaker-Sockenpaar. Und ich mache auch jetzt hier gleich auf meinem schlauen Block einen Strich. So, so werde ich die jetzt zählen. Ich lege das da rein, dass ich das nicht vergesse. Ich hoffe, ihr erinnert mich, wenn ich es vergessen sollte. Also Nummer 1, ein Sneaker-Sockenpaar mit einem Lesmuster oben und einem bunten Bündchen, einer bunten Ferse, einer bunten Spitze. Das habe ich mir mehr oder weniger selbst ausgedacht, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist eine Dreifach-Sockenwolle. Ich glaube nicht, dass das die Opal war, die Dreifach-Sockenwolle. Weiß ich jetzt nicht mehr, woher die war. Auf jeden Fall nehme ich die gerne für den Sommer, weil es eben noch dünner ist. Das glaube ich auch nicht, dass ich mir das selbst ausgedacht habe, dieses Lesmuster, aber das kann ich leider nicht mehr sagen, woher ich das habe. Auf jeden Fall, wie man sieht, sind die Spitze und die Ferse kraus gestrickt oder eigentlich mit linken Maschen eben. Und ja, auch das Bündchen. Genau. Das ist Nummer 1 und ich werfe die einfach dann alle auf den Boden. Nummer 2, ein Strich. Das sind diese, die ich an die grünen Socken noch spenden werde. Das ist ein Hebemaschenmuster. Das war ein Muster, das ich schon auf Ravelry gefunden hatte und
Ich fürchte, dass ich das jetzt nicht so schnell finden werde auf meiner Projektseite, aber ich kann mal kurz nachsehen. Ich habe es hier eigentlich geöffnet. Das ist noch nicht so lange her. Ja, bevor ich jetzt ewig lang suche, ich weiß nicht. Wenn ihr Fragen habt und wissen wollt, wie die wirklich genau heißen und woher ich. Ah, da habe ich sie. Die heißen Splash. Splash heißt die Anleitung und ist von Kathleen Liane, wenn ich das richtig ausspreche. Genau, ist glaube ich eine Gratis-Anleitung gewesen auf Ravelry und man hat da dieses Hebemaschenmuster. Nummer 3. Ah, das sind relativ neue Socken. Die kennt ihr noch, die waren ja aus der diesjährigen, also aus der laufenden Sock Madness. Das ist die Celtic Rain. Genau, Celtic Rain Socks mit den Perlen. Ich glaube, die habe ich erst im letzten Video genauer vorgestellt. Da werde ich jetzt nicht mehr so viel dazu sagen, weil, wie gesagt, findet ihr im letzten Video. Auch die waren erst kürzlich, das sind die Ostereiersocken aus dem Buch Schwedische Sockenstricken. Genau, auch da habe ich, glaube ich, erst im letzten Video Näheres dazu erklärt, werde ich jetzt auch nicht nochmal wiederholen. Wir kommen zu Nummer 4. Da habe ich noch dieses Paar, das sind einfache Sneaker. Ich glaube, die habe ich Autostinos genannt. Ganz klassische mit 1 zu 1 Bündchen, einer selbststreifenden Sockenwolle. War das Lana Crossa möglich und grauen Ferse, spitze Ferse, Bündchen. Genau, da habe ich mal eine andere Spitze gemacht. So eine Sternchenspitze oder wie die heißt. Jawohl. Ja, mein Daumen tut mir noch immer weh bei bestimmten Bewegungen. Also ich stricke im Moment nicht so viel und vor allem nicht so viel linke Maschen. Aber davon vielleicht noch später. Dann haben wir das da, dieses Exemplar. Das ist jetzt Nummer 5. Das ist einfach so ein Rippenbündchen 2 zu 2, was dann immer mit zwei rechten Reihen unterbrochen ist. Die Ferse ist auch in dem Muster gestrickt. Eine Bandspitze, die wird auch an die Aktion Grüne Socken wahrscheinlich noch gespendet. Und noch ein paar Spenden bzw. Geschenksocken. Nummer 6. Das war eine Opal-Abo-Wolle und das Muster ist aus diesem Heftchen hier von Lana Crossa. Das ist die da. Oh, es spiegelt. Ja, ich glaube, man kann so ein bisschen, so geht es vielleicht besser. Genau, die da so ein hübsches Zickzack-Muster hat. Oh, nein, Entschuldigung, nein, das ist sie gar nicht. Vergiss es. Wie heißen denn diese hier? Habe ich die auch aus einem Buch? Ich weiß es jetzt nicht. Es tut mir leid, da kann ich jetzt nicht keine näheren Angaben machen. Da ist ja so ein Zopf, der so runterrinnt. Vielleicht finde ich das dann noch wo später. Und hinten so ein Zopf. Kann ich euch jetzt nicht sagen, wo ich die her habe. Aber wie gesagt, das war Nummer 6. Dann muss der Bleistift. Ja, Nummer 7. Und dann machen wir jetzt weiter bei den Socken für meine Enkelin. Die kennt ihr auch noch. Die sind auch erst kürzlich gewesen, die Einhornsocken, wo ich das Muster aus einer Pinterest-Vorlage hatte und das dann auch auf, wie heißt diese, Pinterest-Vorlage,
Internetseite nochmal diese, fällt mir jetzt auch nicht ein. Stitchminder, Mind, irgendwas mit Mind. Knitminder, nein, Knitmarker. Also, diese Einhornsocken, auch das war Opalwolle. Genau, habe ich für meine kleine Enkelin gestrickt. Sind ja noch ein bisschen zu groß und warten hier, dass sie reinwächst. Nummer 8. Das sind die Haussocken meiner Enkelin, die sie momentan noch trägt. Ich glaube, die trägt sie schon seit 2 Jahren. Da habe ich eben so Noppen drauf gemacht. Das war eine Wolle, die mal in diesem Adventkalender drin war von Butinette. Genau. Da haben sich manche Noppen schon gelöst, aber das sind eben diese Anti-Rutsch-Socken oder Haussocken. Wenn sie zu uns kommt, trägt sie die, damit sie nicht ausrutscht auf den Fliesen. Gut, dann geht's weiter mit den Socken für meinen Mann. Nummer 9. Da habe ich mal diese Sneaker schon vor Ewigkeiten gestrickt. Kann mich gar nicht mehr erinnern. Was ich da sehe, ist, dass ich dann allerdings hier den Schaft verlängert habe, weil er gerne so einen langen Schaft hat. Unten ganz glatt rechts, 2 zu 2 Bündchen und nichts Besonderes. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, welche Wolle das war. Die sind sogar noch ein bisschen feucht, weil ich die gerade erst gewaschen habe. Nummer 10. Diese Socken hat mein Mann jetzt zu Weihnachten bekommen. An die werdet ihr euch vielleicht auch noch erinnern. Das ist so eine selbstgefärbte Wolle, so eine ganz eine weiche. Auch mit einem langen Schaft. Das ist so ein 3 zu 1 Muster, das vorne am Fuß weitergeht. Da gibt es auch den zweiten dazu. Sonst ist auch nichts Besonderes mehr dazu zu sagen. Nummer 11. Socken für meinen Mann in dunkelgrau. Also er ist noch nicht wirklich der Typ, der gerne bunte Socken trägt. Es ist nur ein Paar hier. Also dunkelgrau mit so ein bisschen Muster. Ja, so kann man es vielleicht ganz gut sehen. Das sind immer zwei rechts, zwei links, die dann versetzt sind, alle 10 Reihen, glaube ich, so ungefähr. Auch oben weitergeführt. Ja, manche haben schon relativ viel so Fussel drauf, also, das, wo es so pilt. Und da habe ich einige gestrickt für meinen Mann aus diesem Buch. 100 Socken, die schönsten 100 Socken aus dem Top Verlag. Und mal sehen, ob ich die jetzt da finde. Ich habe mir zwar so Stickers reingesetzt, aber die sind es nicht, aber die kommen dann auch noch. Die sind es auch nicht. Nein, ich glaube, die finde ich da jetzt auch nicht. Egal, also das war jetzt Nummer 11. Nummer 12. Ja, da so einen Zopf runterlaufen. Auch in einem schönen, in einer schönen Männerfarbe. Einen Zopf. Einen ganz normalen Zopf mit 4 Maschen. Auch nichts Besonderes, aber irgendwo hatte ich das auch her. War das hier drinnen? Dann nochmals in schönem Grau mit dunkelgrau. Da habe ich sie auch verlängert. Habe ich auch vor nicht allzu langer Zeit mal hergezeigt. Sonst ganz klassisch, langes Bündchen, langes Rippenbündchen. Gerade rechts vorne graue Socken.
Ah, das war jetzt Nummer 13, gell? Habe ich vergessen, den Strich zu machen. Nummer 14. Das war ein Opal-Abo. Ah ja, und das waren jetzt die, was ich vorher herzeigen wollte, aus diesem Lana Grosser Heft. Genau, die da von der Joelle Joelle. Und sie nennen sich hier nur Edle oder Kaschmirsocken heißt es hier. Genau, ich glaube, ich habe sie Edle Kaschmirsocken genannt. Also die haben hier dieses Muster. Das sieht man eigentlich ganz gut, finde ich. So ein Hebemaschenmuster mit Verzopfungen. Das ist ziemlich einfach zu stricken und macht sich ganz gut, denke ich. Und trotz der Farbmusterung sieht man es auch noch. Okay, jetzt kommt Nummer 15. Okay, also mal was in Blau. Mit ein bisschen ein anderem Muster. Und die sind jetzt aber da drinnen gewesen in dem Buch. Ah ja, da habe ich sie liegen. Die sind in diesem Buch. Und wenn mich nicht alles täuscht, nein, die waren es auch nicht. Die sind es auch nicht, obwohl, die habe ich doch auch mal gestrickt. Wo sind denn die eigentlich hingekommen? Das sind sie. Schauen sie da aus. Ja, kann man das Muster vielleicht auch ganz gut erkennen. Das war Nummer 15. Jetzt kommt Nummer 16. Das sind die Weihnachtssocken gewesen für meinen Mann, die ich vor einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr vor ihm gestrickt habe. Das sind die einzigen bunten, die er wirklich hat. Das war eine Lana Grosser meilenweit Weihnachtsfärbung und ich habe da rot und weiß noch Colorwork-Muster hineingestrickt in die einfarbigen Teile. Und ja, mit der roten Spitze und der roten Ferse machen sich die ganz gut und ja, er trägt sie auch ab und zu zu Weihnachten oder ja, nicht nur. Aber das sind die einzigen bunten, die er hat. Und dann habe ich da noch zwei Paar Sneakersocken. Und zwar sind es nicht mal Sneaker, sondern wie heißen die? Die ganz kurzen. Nummer 16 auf jeden Fall. Nein, 17 auf jeden Fall. Einmal in Blau. Und einmal in gestreift. Blau-grau gestreift. Footies, nennt man die Footies? Gut, das war Nummer 18. So, und jetzt geht es weiter da drüben. Das sind alle Socken, da habe ich noch zwei Schubladen mit Socken von mir. Und da beginnen wir mal mit diesem schönen Exemplar, wo auch Haare dranhängen. Keine Ahnung warum. Das war ein tolles Muster, da muss ich schauen, ob ich das finde, dass ich euch das sage. Das war aus, da habe ich es schon. Die heißen Paradiesvogel. Und die Anleitung ist von Scarlett Plum, Plum, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Blume geschrieben. Mit harten P. Scarlett Blume, Paradiesvogel. Ah, das war mal eine von diesen zwei Monatssocken von Bo, aus Bo's Kreativecke. Genau. Mit zwei Opalgarnen gestrickt. Also die ziehe ich an. Übrigens, anziehen habe ich ja ganz vergessen. Wollte ich euch eigentlich als erstes zeigen, welche ich anhabe. Die müssen wir ja auch mitzählen. Ich habe ganz, ganz klassische dunkelblaue Stinos an. Ja, aber selbst gestrickt. Muss ich auch mitzählen, natürlich. 19. Jetzt kommt 20. Das war auch eine Opal-Abo-Wolle, das ist auch nichts Besonderes, das sind einfach 5 glatt, eine rechts, also 5, nein, 5 rechts, eine links, 5 glatt, eine verkehrt, so heißt es auf Deutsch und Österreichisch. Auch da sind schon ein bisschen Fusseln drauf, aber ja, kann man nichts machen. Das war Nummer 20.
Das ist Nummer 21. Das war im Rahmen einer Sock Madness. Kann ich mich erinnern, war das ein Aufwärmpaar, ich glaube, die heißen Cochenil, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, bin mir ziemlich sicher, weil die im Original in so einem schönen Rot waren. Und ich habe es eben mit diesem Pink, das ich glaube ich auch selbst gefärbt habe, so Rot-Pink. Wo sind die nochmal? Sie heißen Cochenil. Cochenile geschrieben. Und nein, das sind sie auch nicht. Also ich habe ja auf meiner Projektseite noch viel mehr Socken, als ich wirklich hier habe, weil ich ja eben die ganzen, die ich verschenkt bzw. gespendet habe, auch da eingepflegt habe. Genau, da habe ich sie Cochineal geschrieben von Anna Mecklia, so irgendwie. Also die da oben dieses Colorwork-Muster haben und unten auch. Ich weiß jetzt leider nicht, ob man die gratis bekommt, die Anleitung, oder ob sie zu bezahlen ist. Sie war dann auf jeden Fall auf Englisch, wenn sie in einer Sock Madness war. Ja, gefallen mir auch sehr gut. 21 war das. Jetzt kommt 22. Die da, das ist auch eine selbstgefärbte Wolle, passend zu einem Pulli von mir. Die sind aus diesem Buch, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und die werde ich schnell raussuchen. Ich hoffe, es geht schnell. Ta-ta-ta. Da sind sie, genau. Kleiner Diamant heißen sie da. So schaut es aus. Man muss aufpassen, dass ich das den Chart nicht einblende. Kleiner Diamant. Genau. War Nummer 22. Jetzt kommt Nummer 23. Machen wir gleich da weiter. Das ist auch eine Opalwolle gewesen. Die war aus dem ersten Abo, glaube ich, das ich bekommen habe. Die sehen so aus. Die sind nämlich oben quer gestrickt. Und ich glaube, man strickt das Bündchen danach und den Fuß auf jeden Fall. Also wenn ich es ein bisschen näher halte, sieht man, dass das auch kraus gestrickt ist. Ja. Die sind aus diesem Heft. Magische Socken. Und da habe ich sie. Mach ich auf. Extra einen Sticker reingeklebt. Da. Zickzack von Anna Campbell. Sind sogar in so ähnlichen Farben hier. Ja. Genau. Und wenn ich schon das Buch da habe, da habe ich noch ein zweites Paar daraus gestrickt, nämlich die da. Ich nenne sie Muschelsocken. Und die schauen so aus. Weil ich finde, das sieht so aus wie kleine Muscheln. Und weil ich hatte ja aus dieser Wolle auch das Muscheltuch gestrickt und ich wollte unbedingt Socken dazu. Das sind die Muschelsocken. Die waren ein bisschen komplizierter, wie man sich vorstellen kann. Aber sie sitzen sehr gut, sehr eng und gefallen mir auch noch immer. Also ich trage ja immer, jeden Tag solche Wollsocken, außer im Sommer, wenn es wirklich heiß ist. Entweder ich trage gar keine oder welche aus Baumwolle. Nur ganz selten, dass ich wirklich gekaufte Socken trage. Ja, natürlich. Ich will sie ja nicht nur stricken zum Anschauen. Die sind auch aus diesem Heft und da schauen sie so aus. So, wie spiegelt es am wenigsten? So. Und wie gesagt, magische Socken. Hier heißen sie Cumulus. Wie die Wolken, Cumulus-Wolken. Das habe ich jetzt hier einen Strich gemacht. Nein, ich glaube nicht. 24 war das dann. Ich hoffe, ich verzähle mich nicht. Gut, dann machen wir gleich weiter mit denen. Das ist dann Nummer 25. Aber ich werde sie zum Schluss noch einmal alle durchzählen, ja, dass ich mich wirklich nicht verzählt habe. 25, die waren auch erst vor kurzem
Auch erst in der letzten Folge, glaube ich, dass ich dir gezeigt habe, aus dem aktuellen, aus dem Dezember-Abo von Opal, diese, die ich jetzt Inside Out trage. Also das war auch drei rechts, eins links und jetzt ist drei links, eins rechts. Genau, was ich auch bei der Ferse durchgezogen habe und auch an der Spitze. Und die hatte ich noch nicht an. Jetzt kommt Nummer 26. Da ist ein Paar, das nicht ich gestrickt habe, aber es befindet sich in meinem Haushalt. Es ist handgestrickt. Das war eine liebe ehemalige Kollegin, die mir die gestrickt hat und geschenkt hat. Ja, die ich jetzt noch ab und zu als Bettsöckchen verwende, weil sie nicht so hoch sind und nicht so, ja, ein bisschen weiter gestrickt, eben ein lockereres Maschenbild. Also, wir die Wolle kennt ihr vielleicht, das ist aus der 100-Wasser-Serie von Opal. Wie sie jetzt genau heißt, die Wolle, weiß ich nicht. Aber die gibt es noch immer. Also, sonst ganz normales Dinos. Nummer 27 kommt jetzt. Die habe ich gestrickt nach einem Pulli. Das sind aus der Drops-Fabel. Und das Muster habe ich eben an den Pulli angepasst. Der Pulli heißt irgendwas mit Waves, Blue Waves, kann das sein? Ja, möglicherweise. Also, wie gesagt, wenn ihr Näheres wissen wollt, schreibt mir einfach und ich schaue nach. Aber sonst habe ich das einfach dort abgenommen, das Muster, so ein, ich glaube, Pfauenmuster sagt man zu dem auch, gell, was so Wellen macht und Löcher hat. Genau, Wolle, Farbe. Dann habe ich hier ein paar von diesen Bibelwehrsocken, wo ich glaube ich insgesamt drei gestrickt habe. Ich glaube, das ist nur mal eines oder so ein zweites auch noch in meinem Besitz. Keine Ahnung, schauen wir mal. Ich habe irgendwie den Überblick verloren. Und zwar steht da, der Herr ist mein Hirte. Und am linken Socken steht dann, mir wird an nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. Das habe ich mir auch selbst ausgedacht. Also diese Schrift eigentlich in Colorwork eben eingestrickt und auf der Rückseite schaut es dann so aus. Auch die Socke habe ich dann so verstärkt gestrickt in diesem Muster. Genau. Habe ich jetzt einen Strich gemacht? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht mehr. Genau, das habe ich befürchtet. Aber ich zähle sie zum Schluss nochmal. Okay, das ist dann 28 gewesen. Und jetzt kommt 29. Das weiß ich noch, das ist das Frühlingsmuster von Tanja Steinbach gewesen. Die Wolle habe ich selbst gefärbt. Und das ist so ein nettes Lochmuster. Den zweiten dazu. So, jetzt kommt Nummer 30. Nummer 30 sind die, die ich auch zu einer Jacke gestrickt habe. Auch zu einer Jacke von, die nach einer Anleitung von Drops war. Fragt mich jetzt nicht, wie sie heißt. Die ist auf jeden Fall kraus gestrickt, die ganze Jacke, und deshalb habe ich diesen Oberteil hier auch so kraus gestrickt. Die Wolle war eine Butinette. Das weiß ich noch, das waren drei Knäueln in diesen Rot-Blau-Weiß-Tönen. Und aus einem habe ich dann noch diese Socken gestrickt. Unten sind sie glatt und oben eben kraus. Das habe ich aber auch in Hin- und Rückreihen gestrickt und dann hier zusammengenäht, was nicht unbedingt gut gelungen ist. Beim anderen besser? Ja. Naja, auch nicht unbedingt perfekt. Das war Nummer 30. Jetzt kommt 31. Die mag ich auch sehr gerne. Die heißen Erntedank und haben so ein hübsches Muster mit Verzopfungen. Wolle ist wieder Opal-Abo gewesen. Das habe ich öfters gestrickt, dieses Muster. Ist auch einfach und doch zieht sich gut zusammen und es stört nicht so, wenn da auch eine Farbmusterung dabei ist. Man
sitzt zumindest hier ein bisschen. Die sind auch aus diesem Buch, die 100 schönsten Socken. Und da sind sie gleich am Anfang. Die haben noch dazu so einen lustigen Knopf in Obstform. Ja, Erntezeit heißen die. Dann kommt 32. Das sind die Bergsocken von Sedna. Sedna Design. Sedna hat auch einen YouTube-Kanal, ihr kennt sie wahrscheinlich. Das sind ihre Bergsocken, die auch so ein schönes Zopfmuster haben. Die Wolle ist von mir gefärbt. Da gibt es auch zwei dazu. Sie waren ein bisschen mühsam zu stricken, muss ich zugeben, mit den ganzen kleinen Verzopfungen. Aber die Wirkung ist gut. Sie ziehen sich schön zusammen und sind sehr griffig, flauschig, fest. Jawohl. Nummer 33 kommt jetzt. Ach, das ist was ganz was Altes. Das sind auch normale Stinos. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Wolle war. Auf jeden Fall ist ein Haar mit drinnen. Die sind jetzt so braun, grau, schwarz gestreift. Das waren sie aber im Original nicht. Die waren grün, blau irgendwie. Aber ich habe diesen Winter festgestellt, dass ich braune Socken brauche. Und ja, damit das Blaugrün eh nicht mehr so gut gefallen hat, habe ich sie einfach überfärbt. Wie ich das schon noch zwei, dreimal gemacht habe. Ja. Jetzt kommt 34. Auch was bräunliches, grünbräunliches, das war, die habe ich auch zu einem Pullover gestrickt, der diese Farbe hatte, das war ein Zauberball, ein Schoppelzauberball und die andere weiß ich gar nicht mehr, also ja, ein langer Schaft, so wie ich es früher immer gestrickt habe, eigentlich 2 zu 2 ein Schaft und dann glatt der Fuß und Bandspitze, das ist schon eine Boomerang-Ferse, jawohl. Nummer 35. Genau, das ist jetzt eine neue wieder. Also ich mache das ziemlich kunterbunt durcheinander, so wie es mir gerade kommt. Das war jetzt auch in der Sock Madness die Valgus-Socke von der wie heißt sie nochmal? Jenny. Jennifer Ruschinski. Genau, J. Rush Designs, glaube ich, nennt sie sich. Das ist die, die offen gestrickt wird mit so Zöpfen und dann da vorne zusammengenäht wird. War die Runde 2 der Sock Madness jetzt. Genau. Dann kommt 36. Das sind die, die ich zu diesem Glaciers, den ich letztes Mal angehabt hatte. Die Glacier Tunic. Bluse, was steht sich da immer so zusammen? Das mag ich gar nicht, aber tja, ich hoffe, es stört euch nicht so. Ah, die Glacier Tunic Socken sind das dann, die ich aus 4 verschiedenen Opal-Abos da zusammengefädelt habe. Nach eigenem Gutdünken und sie sind auch nicht ganz gleich geworden, aber das macht nichts. Sonst auch nichts Besonderes. Ein 1 zu 1 Bündchen und glatt rechts runter zur Glacier Tunic. Jetzt kommt 37. Ah, das sind schon wieder ein bisschen ältere. Genau, das Muster habe ich auch hier in einem Buch gefunden. Die haben nämlich so Noppen her und also einen Zopf angedeutet. Sieht man das? Nein, das sind keine Zöpfe, es sind einfach so ein Rechts-Links-Muster. Da unten auch. Am hübschesten sind natürlich die Noppen, die man aber, wenn ich eine Hose drüber anziehe, nicht sieht. Was halt oft bei Socken leider so ist. Aber die, glaube ich, finde ich hier. Oder waren sie im anderen Buch? Nein, dann müssen sie in einem von diesen. Vermutlich in dem da. Das ultimative Sockenstrickbuch. Da habe ich auch schon einiges draus gestrickt. Nein, das sind aber jetzt diese Herrensocken mit dem Zopf auf der Seite. Naja, Vorbereitung ist alles. Aber ich habe es versucht. Ja? Ich habe zumindest die Bücher durchgesehen und habe
Post jetzt reingegeben. Das sind die jetzt mit den Noppen, genau. Das ist aus diesem Buch, die 100 Socken, 101 Socken. Aus dem OZ-Verlag, 101 Socken. Und da muss ich jetzt aufpassen, dass ich euch nicht den Chart mitzeige. Das sind sie hier. Genau, das ist das mit den Noppen auf der Seite. Und dieses Buch, wo diese Herrensocken drin waren, das ist das ultimative Sockenstrickbuch. Auch aus dem Top-Verlag. Diese Bücher habe ich noch alle selbst gekauft, jawohl. Also, Noppensocken. Dann kommt 38. 38 sind solche Colorwork-Socken. Da weiß ich auch, wo ich die her habe. Die sehen so aus. Genau, die habe ich farblich auch angepasst an diesen Slipover oder Polunder, wie man früher gesagt hätte, nach einer Anleitung von Mary Wallin. Und die sind da drinnen, in dem Socks-Mix von Stine und Stitch. Genau, und da sehen sie so aus. So, dann kommt 39. Ah ja, das war auch eine Sock Madness Socke aus vor 2 Jahren, glaube ich. So eine mit so vielen Perlen. Und das, also wie gesagt, über das Thema Perlen habe ich letztes Mal schon gesprochen und dazu komme ich auch wieder heute. Die sehen hier auf meiner Ravelry-Page allerdings noch anders aus, weil die habe ich auch überfärbt. Und schauen wir mal, ob ich die jetzt da finde, wie die heißen. Ich zeige es euch inzwischen hier, wie sie jetzt aussehen. Und damals war das noch ein selbst gefärbtes Garn, auch eine Wolle in so orange-grün-Tönen. Aber wo sind sie? Aber ihr könnt euch inzwischen da das schöne Perlenmuster ansehen, vor allem auch vorne, so muss ich es ja zeigen. Und oben sind auch Perlen, bitte. Man beachtet die Perlen, da habe ich es. Das sind die All the Bees. All the Bees by Knit Choice. Und damals haben sie noch so ausgesehen. Ich zeige euch das hier jetzt noch einmal auf dem Tablet. Wenn ich es irgendwie zusammenkriege, dass das nicht spiegelt. Ja, seht ihr, so waren sie im Original. Waren nicht schlecht, aber haben nirgends dazu gepasst. Und ja, weil ich braune Socken brauchte, habe ich es braun überfärbt. Und man würde das schöne Perlenmuster auch gut sehen, wenn ich es nicht über Hosen, also wenn ich nicht Hosen drüber hätte, nicht Unterhosen. Und damals habe ich die ja farblich so gespiegelt. Also was hier grün ist, ist dort orange und umgekehrt. Ja, irgendwo wüsste ich nicht, wo ich das dazu anziehen sollte, dass man das sieht. Also man sieht nur den Unterteil, der auch noch so ein schönes Zopf- und Brioche-Muster hat. Genau. Und deswegen heißen sie auch All the Bees. Beads für Perlen, Brioche und Braids für Zöpfe. Genau. Also da hat man nämlich oben schon die Perlen einstricken müssen in diesen italienischen Anschlag. Das war ganz besonders lustig. So, habe ich jetzt einen Strich gemacht oder nicht? Ich weiß es nicht, aber ich zähle sie nachher noch einmal. Ich mache jetzt Nummer, ich glaube nicht, sagen wir, das war 40. Und jetzt kommt 41. 41 sind die Leichtsocken von Annette Schleicher, die ja die Qualifizierungssocken waren für die diesjährige Sock Madness. Die kennt ihr auch noch, die meisten von euch wahrscheinlich, mit diesen lieben Luftballons und dem süßen Mädchen, die ja auch so besonders zu stricken waren, weil in Tasien in der Runde. Gut, dann ein Strich, 42. Aha, was ist denn das für ein Muster? Oh ja, ich weiß schon, das sind die Vervain. Vervain aus, ich glaube, aus dem 52. Aber die habe ich zuerst nicht gefunden, beziehungsweise ich habe sie auch nicht gestrickt.
gesucht, meine ich. Weiß nicht, ob ich sie jetzt so schnell finde. Aber ja, ich glaube, die waren weiter vorne. Kann das sein? Ich will euch jetzt nicht zu lange warten lassen. Ich glaube, sie heißen Verveine und ich finde sie jetzt natürlich nicht. Aber die haben hier dieses seitliche Blattmuster. Wolle wieder selbst gefärbt. In so einem schönen Jeansblau. Genau. Wir kommen zur Nummer 43. Ah ja, das war die erste Sock Madness. Diese All Over Color Work kann ich mich auch noch gut erinnern, weil die da war eigentlich keine Beschreibung dabei, sondern nur der Chart mit ganz wenig Text. Und wenn ich mal nachschauen soll, wie die heißen. Ja, mein Tablet ist leider nicht mehr das schnellste. Na komm, aber vielleicht zeige ich euch nochmal die Socke in aller Pracht. Auch die Sohle ist durchwegs mit einem Colorwork, mit einem anderen. Und genau, da kann ich mich erinnern, dass sie mir eigentlich zu lang waren. Ah ja, genau, das ist ja das mit dem Herzchen. Die heißen Adamant Hearts, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Und da habe ich das dann verkürzt. Das heißt, man hat da ziemlich viel auftrennen müssen, dass sich das Muster ausgeht. Das habe ich mir allerdings nicht selbst ausgedacht, sondern eine Mitstrickerin damals von der Sock Madness hat das dann ins Netz gestellt, wie man die sinnvoll verkürzen kann. Adamant Hearts, jawohl. Wo sind sie? Damit ich euch sage, von wem sie sind, obwohl das, glaube ich, ja nicht so wichtig ist. Nein, finde ich jetzt nicht so schnell. Aber ja, auch da gibt es zwei. Und die schauen nur so lang aus, aber weil das ja, ein bisschen eng ist, zieht sich das eh auseinander und sie sind dann am Fuß gar nicht so lang. Aber schön warm. Weil Colorwork. Dann kommt Nummer 44. Da habe ich eine Gum-Gum-Technik verwendet, das heißt zwei Wollen miteinander verstrickt, immer abwechselnd, und noch dazu ein Muster gemacht, ein Zickzack-Muster. Das war, wo war denn das jetzt, in welchem Buch? Nein, das war auch in dem. Die 100 schönsten Socken, das ist auch von dem Buch. Genau, das sind sie. So schauen sie da im Original aus. Und meine finde ich auch, also die habe ich damals auch so toll gefunden, dass ich sie nicht hergeben wollte. Vor allem, weil das mit dem Grün-Orange so abwechselnd ist, also ja, so wie es einfach gekommen ist. Dann kommen wir zur Nummer 45. Das war eine Sockenwolle von Fischer, die so dieses Altrosa hat mit ein bisschen weißen Streifen drinnen. Und das waren die Eternal Spring Socks. Genau, die waren aus dem Internet. Eternal Spring, die ich jetzt auch nicht so schnell finde wahrscheinlich. Aber ihr findet sie sicher, wenn ihr sie sucht. Beziehungsweise könnt ihr mich ja fragen. Doch, da sind sie. Eternal Spring Socks von Very Busy Monkey. Jawohl. Ich glaube, das ist eine Gratisanleitung auf Englisch halt, aber haben ein sehr hübsches Lesmuster. Dann kommen wir zur Nummer 46. Und ich glaube, jetzt haben wir dann bald die Hälfte. Ah, noch nicht ganz. Es tut mir leid, es ist so lang. Aber ihr wolltet es so. Die sind auch ganz lustig, weil die Art zu stricken nämlich war lustig bei denen. Also so knallig rot sind sie in Wirklichkeit nicht. Und schauen wir mal, ob er schafft, das Muster zu zeigen. Das sind nämlich eigentlich, man sieht es in Wirklichkeit auch nicht gut, so kleine Pfeile. Und die wurden
als ein Schlauch mal gestrickt, ja, so wirklich zusammenhängend, und dann hat man sie erst getrennt und dann hat man erst die Bündchen und na, die Ferse sind, glaube ich, nicht nachträglich, und die Spitzen, oder ich weiß es nicht mehr genau, ich weiß nur, dass es ein langer Schlauch war, und das war eine Bonusrunde von Sock Madness. Schauen wir mal, ob er die findet. Wie die geheißen haben. Ich glaube, wenn ich jetzt jeweils immer darauf warte, bis der so weit ist, dauert das viel zu lang. Und wahrscheinlich hat das dann offen, wenn ich die nächsten herzeige. So, dann machen wir mal die nächsten, Nummer 47. Ich habe ja damals eigentlich erst mit der Sock Madness begonnen, die alle einzupflegen. Und überhaupt ich hatte den Ravelry Account schon länger, aber überhaupt die Dinge zu zeigen und zu fotografieren und einzustellen, das war eigentlich erst mit der Sock Madness. Und da habe ich jetzt den Anfang. Ich darf sie nicht mehr aufmachen, weil dann dauert es immer so lange, bis ich es finde, bis er wieder zurückgekehrt ist. Aber sie sind eh nicht da. Habe ich die gar nicht drinnen. Naja, wir machen weiter. Nummer 48. Die sind gestrickt nach zu dem Schal passend von Jochi Locatelli. Und zwar war das der Suburban Wrap. Und das war die Wolle, war eine Krönchenwolle von Regia. Und ich glaube, mit Seide ist die. Bin mir aber nicht sicher. Oder mit Kaschmir. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, die Reste habe ich darin verstrickt und habe die Muster von dem Suburban Shawl auch da hineingestrickt. Kommen wir zu Nummer 49. Dieses Paar ist gestrickt zu einem Pullover auch von Drops. Ob ich die jetzt finde. Das ist auf jeden Fall eigentlich gar keine richtige Sockenwolle und schon gar nicht von Drops. Die habe ich irgendwo mal geschenkt bekommen. Die ist auch etwas stärker. Ah genau, der Pullover heißt Perle du Nord und so heißen dann auch die Socken. Kommen wir zu Nummer 50. Nummer 50 sind Stinos, nichts Besonderes. Ich glaube, die Wolle war wieder von Putinette. Die Farben haben mir sehr gut gefallen. 2:2, langer Schaft, glatt rechts unten, fertig. Nummer 51 war wieder eine Sock Madness Socke. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aus der ersten oder aus der zweiten. Ich zeige euch mal, wie sie aussehen. Die gefallen mir auch sehr gut. Also da gibt es auch den zweiten. Wie man sieht, ist der Farbverlauf ziemlich gleich. War das eine auch von Opal Abo? Ich weiß es nicht mehr. Das war die erste oder die zweite Sock Madness, die ich mitgemacht habe. Und wenn wir Glück haben, ich zeige euch das mal ein bisschen näher, finden wir sie auch hier. Nein, wir finden sie nicht. Oh ja, da sind sie. Lazy but not lazy. Richtig, so heißt Lazy but not lazy. Also das war ein ganz tolles Hebemaschenmuster mit ein bisschen, oder sollen sie nicht umgekehrt heißen? Lazy but not lazy. Ich glaube so, also lazy, weil Löcher drinnen sind, ein Lace-Muster, but not lazy, nicht faul. Ja, so muss man es aussprechen. Genau, mit diesem Rollbündchen oben, finde ich auch ganz toll. Dann gehen wir weiter mit Sock Madness und die werden vermutlich auch einige von euch kennen. Das war ja das Muster von der Annette, der Nerd Knits. Das ist die Believe in Yourself, also mit dem Blättermuster. Einerseits, es fängt schon mal an da oben, dem Blattmuster, was man ja so tragen sollte. Dann vorne hat man so ein Brioche-Blattmuster, wo sie auch super Videos dazu gemacht hat, wie man das zweifarbige Brioche mit einem Durchgang, also One-Pass-Brioche nennt sie das,
zugleich stricken kann, was natürlich etwas schneller geht. Und auch auf der Rückseite, da ist so ein Colorwork-Blattmuster. Auch in der Ferse ist das ganz schön. Ja. Leider, muss ich sagen, habe ich da die falsche Wolle erwischt. Denn, ja, also oben sind sie noch ziemlich gleich, aber also das Bündchen ist noch ziemlich orange bei beiden. Aber dann geht es halt ganz anders weiter und auch unten. Und, naja, also ich habe mir gedacht, dass ich das oben aus den Stiefeln rausschauen lassen kann. Und dann, aber es, finde ich, sieht irgendwie komisch aus, wenn es dann so unterschiedlich weitergeht. So wie gewollt, aber nicht gekonnt. Und so war es eigentlich auch, weil mir nicht bewusst war, dass diesen Farbverlauf, das war nämlich auch so ein Zauberball, eigentlich das nicht noch einmal kommt. Also ich dachte, dieser Verlauf, das war die erste, würde noch einmal kommen. Aber es war ein fast original vollständiger 100 Gramm Knäuel. Und es kam nicht mehr. Es kam ein bisschen noch orange, aber dann schwarz. Das Schwarz habe ich dann rausgeschnitten, das wollte ich gar nicht. Ja, schade. Aber trotzdem eine sehr schöne, sehr aufwendige Anleitung natürlich. Wir kommen zu Nummer 52. Das ist das einzige Paar gehäkelte Socken. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr akzeptiert das auch. Das sind so gehäkelte Weihnachtssocken in so einer Glitzerwolle von Putinette. Zu einem Lochmuster, da habe ich nämlich auch damals so einen Pulli gestrickt. Mal sehen, ob ich den jetzt da finde. Das, also gestrickt, gehäkelt. Ja, nein. Gehäkelt sind sie. Ich suche jetzt nicht länger, weil das Ganze wird sonst viel zu lang. Okay, das ist jetzt eines meiner ältesten Paare. Aber auch schon mit Bumerangferse in Schwarz. Wie nennt man das Perlmuster, wo man immer über zwei Reihen strickt? Ich glaube, das hat auch einen Namen. Ehrenmuster? Ich weiß es nicht. Ja, sonst nichts Besonderes, außer viele Fusseln und Gatzenhaare. Nummer 53 kommt jetzt. Ah ja, das ist, ja, die Wolle hatten wir schon. Das ist diese Dreifachwolle. Wo gab es die? Ich glaube, ist das Regia? Bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall auch nochmal einfach Stinos glatt rechts unten, bisschen dünner. Nummer 54. Die habe ich auch zu einem Pulli gestrickt. Ich glaube, den habe ich irgendwie genannt mit Crayons. Oder der heißt, der ist auch von Drops und heißt Crayons. Also so Farbstifte. Ja. Und so ähnlich sehen auch die Socken aus, die ich längs gestrickt habe damals. Kraus, rechts, längs. Und dann habe ich einfach hier Maschen abgenommen und wieder zugenommen und eine nachträgliche Ferse gestrickt. Auch das Bündchen, glaube ich, ist nachträglich. Und die ja, natürlich muss es sein. Der Rest ist dann längs gestrickt. Die Wolle war eine, die bunte ist eine Putinette und das dunkelblaue weiß ich nicht mehr. Wir kommen zur Nummer 55. Das habe ich auch zu einer Weste gestrickt. Das ist auch eine... Ist das ein Zauberball gewesen? Nein, glaube ich nicht. Aber die Weste, die Jacke ist auch so in diesen Streifen mit so einem, mit zwei Wollen aus einem langen Farbverlauf. Ich glaube, das war die Drops. Wie heißt die nochmal? Eine Drops-Wolle auf jeden Fall. Ich weiß es nicht mehr. So eine... Ja, mit so langem Farbverlauf. Genau, die sehen so aus. 56 kommt. 56 ist das Pendant zu den Weihnachtssocken meines Mannes. Ebenfalls eine Weihnachtswolle von Lana Grossa. Nämlich diese bunte im Hintergrund und diese dunkelblauen Motive habe ich dann in Colorwork selbst drauf gestrickt. Also selbst natürlich, aber selbst ausgedacht und drauf gestrickt und auch so ein kleines Rollbündchen, ein doppeltes. Wobei das mit den Rollbündchen, mit den doppelten ganz einfach ist, weil man strickt zuerst glatt, dann rollt sich das sowieso noch aus und dieses zweite Rollbündchen sind eigentlich linke Maschen, die sich dann auch so nach außen stülpen. Genau, das waren Weihnachtssocken für mich.
57 kommt. Das war auch Sock Madness. Und das waren die Diamond Duality. Genau. Also, ich glaube, das war auch eine Abo-Wolle damals von Opal. Und da hat man dann nur am Schaft dieses Colorwork-Muster gestrickt. Ihr seht, es ist ziemlich eng. Ich kriege es gerade über meine Ferse drüber. Und die sind auch so lang, aber dann am Fuß halt nicht mehr. Und nur mehr unten ist das Colorwork-Muster. Und da kann ich mich erinnern, dass ich da dazwischen auch was rausgetrennt habe, weil die sonst zu groß gewesen wären. Diamond Duality, 58, nochmal Sock Madness und das waren die Evil Choices, weil, also Evil abgewandelt von Evil, weil sie böse sind, weil sie böse mit vielen linken Maschen sind und Choices deshalb, weil man sie auch Inside Out stricken konnte, was ich gemacht habe. Also ich habe eigentlich die Innenseite glatt gestrickt und das ist dann böse, weil man dann die Zöpfe nicht mehr sieht. Ja, da schauen sie so aus, da sieht man von den Zöpfen nur mehr die Reste sozusagen. Aber es ist trotzdem ganz gut gegangen, finde ich, weil man ungefähr sich immer vorstellen konnte, in welche Richtung die Zöpfe gehen. Und das Lustige ist ja da dieses Herz, das sich da bildet. Und der große Zopf, der dann fast wie ein Baumstamm, also der ist sehr plastisch, ja, der ist sehr voluminös. Wolle habe ich auch selbst gefärbt. Evil Choices. 59. Die habe ich gestrickt zu meiner Jacke, auch von Hochi Locatelli. Der Aimee-Sweater, weil sie den im Original mit Bien Aimee gestrickt hat. Ich natürlich nicht, das waren wieder Opals. Verschiedene Opal-Abos. Genau. Und ja, die Anleitung waren das diese Shopper-Socken. Nein, ich glaube, da gab es keine Anleitung. Die habe ich nach Gutdünken gemacht. Damit Patent und damit eins rechts, eins links. Genau. So sind die gestrickt. Jetzt kommen wir zu Nummer 60. 60, das sind wieder ganz alte. Keine Ahnung, was das für Wolle war. Genau, das ist ein 1 rechts, 1 links Bündchen und ein gerader, langer, glatt rechts Fuß. 61. Das ist wieder Sock Madness gewesen und das waren meine allerersten, die ich hier auf Ravelry eingepflegt habe. Das sind die Lisi Socken. Ich schaue jetzt nicht mehr nach, wie der Designer heißt, weil das dauert dann immer so lange, bis er wieder zurückkehrt. Aber man sieht hier ganz, ganz viele Zöpfe und verschränkte Maschen. Ein sehr schönes Sockenpaar in so einem Hellgrau. Ja, die ziehe ich auch noch ab und zu an, aber die sind ziemlich dick. 62. Die habe ich gestrickt zum das dauert immer, bis mir da Sachen einfallen, obwohl ich weiß, wie es heißt. Gaudi-Sweater. Genau, zum Gaudi-Sweater. Die sind, diese bunte Wolle habe ich selbst gefärbt. Das ist eigentlich so ein Glitzersockengarn, ich glaube. Man sieht es ein bisschen, das war damals von Supergarne und das dunkelgraue habe ich glaube ich auch selbst, ja genau, weil das habe ich ja beim Gaudi-Sweater eben auch selbst gefärbt. Das war überfärbt, das war ursprünglich so lila-braun. Genau, das sind die Socken zum Gaudi-Sweater. Und 63. Das war auch eine Fabel-Wolle, wo ich auch einen Pulli gestrickt habe davon. Ja, habe ich die Reste in Socken verstrickt. Nicht viel dazu zu sagen. 64. Das ist eine selbstgefärbte Wolle gewesen. Die habe ich auch zu einem Pulli passend gestrickt, in so einem Kaki-Grün oder Armeegrün und so dieses Zopfmuster habe ich damals
nach dem Pulli abgenommen. Das war eine Anleitung der Pulli von der Annette Danielsen. Wenn mich nicht alles irrt. Oder? Nein. Oder war das aus diesem perfekten Rundpass? Ach ja, so schnell finde ich das jetzt, glaube ich, hier nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr es wissen wollt, schreibt mich an, dann schaue ich nach. Genau. Das sind diese hier. 65. Okay, das war ein Muster von Tanja Steinbach, nämlich jetzt anlässlich der grünen Socken wieder, glaube ich, im Herbst hat sie das herausgebracht, wo so viele Rechts-Links-Muster sich abwechseln. Die Wolle habe ich gekauft auf einem Wiener Wollfest von der Doris. Wie hieß sie nochmal? Irgendwas. Ich weiß leider nicht mehr. Talhammer, Doris. Sie ist eine Wiener Färberin auf jeden Fall. Und die Farbe hat mir auch sehr gut gefallen. Ist eine sehr, sehr weiche Sockenwolle. Und in Wirklichkeit kommt das Muster sehr gut raus. Ja, jetzt sieht man es vielleicht auch ganz gut hier. 65. Ja, die habe ich gestrickt zu dem einen Pulli von Knitting for Breakfast. Ah, genau, das war das mit dem Rubies. Rubies heißt er in Wirklichkeit, weil es mit rotem Garn gestrickt wird. Und bei mir heißt er Emerald, weil ich eben so Smaragde gestrickt habe in grün auf dem Pulli. Und das Muster habe ich wieder vom Pulli abgenommen. Die Emerald Socken. 66. Ah, das sind Spiralsocken für mich. Spiralsocken, die Wolle war eine Butinette. Ganz normal 4 rechts, 4 links und jede vierte Reihe versetzt. Man sieht da, wo die Ferse ist, hat sich etwas ausgebeult. Und ich versuche das beim Tragen auch immer zu drehen, also dass nicht immer die Ferse an der gleichen Stelle kommt, damit sich es nicht immer an der gleichen Stelle dann abwetzt. Wobei ich sagen muss, ich habe eigentlich kaum Gebrauchsspuren an meinen Socken. Natürlich, ich habe so viel, dass ich sie wirklich nur eigentlich selten trage. Ja, die sind auch noch nicht so alt. Ich muss einen Strich machen. 68. Da habe ich ja auch das Colorwork-Muster nach einem Pulli gestrickt und der Pulli war auch von Drops. Aber die Wolle, das sind verschiedene Wollen, die ich da verwendet habe, verschiedene Sockenwollen, sind auch noch nicht so lang her. 69. Ah, das ist diese Frankenwolle, wo ich da beim, wie nennt man das nochmal, dieses Spenden, man, fallen mir jetzt auch nicht ein. Crowdfunding, genau, Crowdfunding, da habe ich so einen Zopf gestrickt. Woher war dieses Muster denn? Keine Ahnung. Also das ist diese, das ist ziemlich etwas dicker die Wolle und nicht sehr weich, aber das ist, glaube ich, deutsche Wolle. Und ja, da habe ich auch gern mitgemacht und mir 3 Knäuel damals aussuchen dürfen für die Spende. Wir kommen zu Nummer 70. Ah ja, die sind auch überfärbt. Die waren mal naturweiß, das ist so ein Spitzenmuster. Aber das Naturweiß war dann bald verfärbt irgendwie und dann habe ich sie wieder mal braun überfärbt. Dieses Spitzenmuster, was ich glaube ich auch aus einem Buch habe. Kann ich nicht mehr genau sagen. Müsste mich fragen. 71 kommt jetzt. Das war eine Sock Madness Socke wieder. Ich glaube, die war auch ziemlich am Anfang. Genau, die Braid a Lot. Das war eher so lustig, weil ich nicht gewusst habe, dass das Englisch sein soll. Ich wusste noch nicht, dass Braid Zopf heißt. Und ich dachte, das ist Französisch und habe so schön Französisch ausgesprochen. Braid a Lot, bitteschön. Also man hat eben schon hier so ein angedeutetes Zopfmuster. Dann das ist dieser estnische Zopf, glaube ich, so heißt das. Und da hinunter natürlich nochmal viele Zöpfe. Braid a lot.
Wir kommen zu 72. Oh, was war denn das für ein Muster? War das auch eine Sock Madness? Oder keine Ahnung. Die Wolle habe ich selbst gefärbt, lila. War das eine Aufwärmrunde von der Sock Madness? Kann sein. Hat auf jeden Fall auch so ein schönes Lace-Muster, so ein Rautenmuster. Und ich will das jetzt nicht mehr noch länger hinauszögern, indem ich da lang suche. 73. Die habe ich auch zu einem Pulli gestrickt, und zwar zu einem U-Pulli von der Mary Wallin. Da habe ich auch das Muster von dort abgenommen. Das sind diese Zweige, die da dargestellt werden, mit einem, so einem Art Kaffeebönchenmuster. Die Wolle ist, glaube ich, eine Lana Grossa meilenweit. Genau. Nummer 74. Die habe ich gestrickt zu meinem Pulli längs gestreift. Den habe ich mir selbst ausgedacht und in einer meiner ersten Folgen mal hergezeigt. Das war auch eine Butinette Wolle und die sehen ganz unterschiedlich aus, weil der Pulli ist aus beiden dieser Wollen gestrickt. Und ja, da haben sich bei dem Pulli habe ich die Farben abwechselnd verwendet. Und hier habe ich jeweils einen Socken aus dem und dem gestrickt. Und ich habe gleich, nein, ich habe nicht gleich viele Reihen, sondern ich habe mich einfach an die Farben gehalten und habe in die Farben hinein dann so kleine Herzchen gestrickt. Ich glaube, die Herzchen waren damals auch von Tanja Steinbach. Da beim Grün sieht man sie, glaube ich, besser. Und habe erst zum Schluss festgestellt, dass eine Socke viel kürzer als die andere geworden ist, weil einfach der Farbverlauf hier kürzer war als da. Also beim Pulli ist mir das nachher auch aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber bei den Socken ist das ja extrem. Das war im gleichen Sockenwollpaket und die Farben sind bei der einen viel kürzer als bei der anderen. Naja, ich habe dann hier Gummi eingezogen, hier, und bei der einen Socke auch hier, sodass ich das ein bisschen zusammenschieben kann und dann merkt man es nicht so stark am Fuß. Ja. Also ich ziehe sie trotzdem an. Wo waren wir schon? Bei 70, 75. Ah ja, das war ein Bonusmuster von der Sock Madness. Von der ersten. Das hat mir sehr gut gefallen. Wie heißen denn die? Die sollte ich jetzt aber finden, bitte. Irgendwas mit Lease, viel Licht. Nein. Oh doch, sind sie da? Ja, das sind andere. Ich glaube, die waren schon früher. Ich lasse sie euch nochmal schön anschauen, während ich das suche, weil das interessiert mich jetzt selbst. Ah, da sind sie, genau. Fleur de Lis. Ich weiß nicht, was Lys geschrieben. Fleur de Lis Socken. Irgendwelche Blumen vielleicht. Also Fleur sind die Blumen. Das Bunte war auch wieder Opal, aber und das Graue irgendwas anderes. Das ist auch ziemlich dick. Gefallen mir auch sehr gut. 76 war auch Sock Madness. War, glaube ich, die zweite Sock. Ah, jetzt habe ich da überhaupt weggeschaltet. Und da bin ich wieder. Das sind auch wieder mal welche mit Perlen gewesen. Aber ansonsten waren die, ah ja, genau, das waren die Senpon Sakura, weil das ja Kirschblüten sein sollen. Auch mit Kaffeeböhnchenmuster wieder. Senpon Sakura, das ist keine Opal-Abo-Wolle gewesen, das war was anderes. Ich glaube, war das meilenweit. Auf jeden Fall auch sehr schön. 77. Nochmal Sock Madness. Ah ja. Das, genau, das war die lustigen mit den 100 Bällchen, die man da hatte, weil jeder von diesen Streifen war ein eigenes Wollknäuel, also so eine Art Einmaschen-Intarsien-Muster. Und die bunte darunter war auch selbst gefärbt. Die waren recht lustig zu stricken, weil, wie gesagt, man da so viele Knäuel runterhängen hatte. Wenn ich sie finde, kann ich auch sagen, wie die... Das ist auf jeden Fall Little Etude. Oder Little Etudes. Keine Ahnung, wie man es ausspricht auf Englisch. Little Etude.
auch was Besonderes, finde ich. 78. Nochmal Sock Madness. Nochmal Perlen. Das war, glaube ich, eh die gleiche. Ja, genau. Sweet Rose Socks, weil das so schöne Röschen sind. Genau. Also, die finde ich ja auch ganz entzückend. Und das ist auch eine Dreifachwolle gewesen. Ich habe sie auch mit viel dünneren Nadeln gestrickt, weil ich mir damals schon gedacht habe, die wären mir sowieso immer zu groß. Nur was hier passiert ist, das ist so eine Tomatenferse, glaube ich, heißt das auch, so eine verstärkte Tomatenferse. Und das ist jetzt sehr eng. Also das ist jetzt mir sogar zu etwas zu eng. Ich kann sie anziehen. Sie dehnen sich dann auch während des Tragens, aber eigentlich, ja, schade, ist mir das auch sehr eng. Aber diese Röschen finde ich ja wirklich lieb. Little Sweet Rose Socks. Dann habe ich da sowas. Sowas Hübsches, Buntes. ich glaube nicht, dass ich das Muster von woher habe. Das ist eigentlich nur so zwei rechts, zwei links und dann eine Lochreihe abwechselnd, ein Umschlag und zwei zusammenstricken. Die Wolle war, glaube ich, auch eine Meilen weit. Habe ich jetzt einen Strich gemacht? Ich weiß nicht. 79, wir kommen zu 80. Wie gesagt, ich zähle es nachher nochmal. Ah ja, das ist wieder so eine Weihnachtswolle von Bottinette und da habe ich dieses, heißt das, nein, das ist nicht das estnische Zopfmuster, das waren ja die anderen, oder ist es das? Keine Ahnung, die finde ich jetzt sicherlich auch nicht. Die geben auf jeden Fall so, wenn man es mit so gestreifter Wolle gibt, so kleine, schaut aus wie lauter kleine Rauten und habe ich ganz hübsch gefunden. Was ich allerdings nicht bedacht habe dabei war, dass wenn ich das auch am Fuß stricke, dass sich das irgendwie verzieht. Also man sieht, dass sich das Muster da so schräg hinunter verzieht. Ja, deswegen macht man es normalerweise nur am Schaft. Aber ich denke mal immer, wenn ich es nur am Schaft mache, sieht man es nicht wirklich, weil ich Hosen drüber anhab meistens. Ja, nein, finde ich jetzt nicht. Tut mir leid. 81. Da, jetzt habe ich mal eine Lade geleert. Muss ich die da mal irgendwie aus dem Weg schaffen. So, und jetzt kommen besondere bzw. Sneakersocken. Das machen wir mal da weiter mit den besonderen, die Kniestrümpfe, die Weihnachtskniestrümpfe, die ich mir heuer zu Weihnachten gestrickt habe. Ja, eigentlich ohne Anleitung, das war auch eine meilenweit Weihnachtswolle. 82. Ich glaube, jetzt habe ich vorher wieder keinen Strich gemacht. Ja, und das sind Overknees. das war einmal auch, glaube ich, eine Anleitung von Bottinette. Und die Wolle hat es gegeben eben in vierfach und in achtfach, denke ich. Und da aus der, oder war sechsfach, aus der dickeren habe ich auf jeden Fall einen Schal und eine Mütze gestrickt. Das war damals so ein Paket mit Anleitung mit diesen Overknees eben. So, 83. Das sind jetzt alles eher Sommersocken, nämlich das ist auch wieder eine Dreifachwolle und so ein Lesmuster, wo ich die jetzt her habe. Das ist auch eine gute Frage, in welchem Buch die drin waren. Waren die da? Na, ich finde es jetzt nicht so schnell. Auf jeden Fall so ein Lesmuster. Dreifach Sockenwolle, etwas dünnere Socken, 84, auch wieder Dreifachwolle, auch ein Lesmuster, was ich nicht mehr weiß, wo ich es her hatte. Ich glaube, das ist die gleiche Wolle wie die bunte, was ich vorher hatte. Also eben in einer anderen Schattierung. Das ist wieder eine Opal Abo, die könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, die ist noch nicht so lang her. Die ausschaut wie so eine Zuckerstange. Ich glaube, die gab es auch voriges Jahr zu Weihnachten, diese Wolle. Auch mit einem Lesmuster.
das ich euch jetzt nicht mehr sagen kann. Aber wie gesagt, es ist eingepflegt auf Ravelry, man findet das. Ah, jetzt habe ich schon wieder keinen Strich gemacht. Habe ich jetzt einmal oder zweimal keinen Strich gemacht? Ah, ich bin jetzt bei 86. 87. Wozu zähle ich überhaupt noch mit, wenn ich sie dann sowieso nochmal stricken muss? Das war auch eine Sock Madness und zwar die letzte Runde, glaube ich, von der ersten, wo ich mitgemacht habe, vor 3 Jahren. So eine schöne, mit so einem tollen Muster, auch mit ein bisschen Perlen. Oh ja, da sind Perlen. Da könnt ihr euch das mal ansehen, während ich sie suche. Na, sind die auch nicht da? Da sind sie, oh ja. Die habe ich nämlich erst später gestrickt, nicht mit bei der Sockmessen. Also das war die letzte Runde. Und das sind die Suki Socks. Und da schaue ich jetzt doch mal. Ich glaube, das ist diese Adrian, genau. Das ist von der Adrian Fong, die ja dann leider gestorben ist. Und deshalb, ja, sieht man es ganz gut. Habe ich es dann auch noch gestrickt. 88. Ach, ja, genau. Das ist eine selbstgefärbte Wolle. Das ist diese Tencel-Wolle. Der Pulli dazu hat auch einen Namen. Den habe ich erst letztes Jahr gestrickt und dann eben die Socke. Auf beiden Seiten habe ich dieses Muster darunter drinnen lassen. Genau, die haben sich leider ein bisschen verfärbt, weil die waren ursprünglich eigentlich weiß mit bunten Sprenkeln. Genau, die weiß ich, wo die her sind. Das ist das Muster aus der 52 Weeks of Socks, nämlich die Rocking Chair. Die sehen bei mir so aus. Opal-Abo, schöne Farben, schönes Muster. Gefallen mir super gut. 90. Ich bin gespannt, ob ich jetzt auf die Zahl komme, die ich mir vorher auch ausgerechnet habe. Ja, das kann sich so ungefähr ausgehen. Ja, also. Das sind die. Die Wolle ist mit viel Baumwolle. Das ist so eine Regia-Baumwolle gewesen aus diesen Fruchtsorten, die es da mal gegeben hat. Die hat mir aber nicht gefallen und ich habe es überfärbt. Ich habe es eben so beige überfärbt und so finde ich es ganz gut. Auch so ein Kästchenmuster mit Löchern drinnen. Was ich jetzt nicht mehr weiß, wo ich es her habe. Aber wie gesagt, jetzt kommen wir zu der Baumwollabteilung. Nein, vorher noch ein bisschen was anderes. Das war eine Wolle, die es mal beim Hofer gegeben hat. Also der Hofer ist der österreichische Aldi. Und das ist mit viel, viel Polyester. Ja, die fühlt sich ganz glatt an und keine Ahnung, was da sonst noch drin war. Aber für den Sommer finde ich es ganz angenehm, weil sie eben nicht so viel Wolle hat. Und auch die Farben gefallen mir ganz gut. Eine Stino wieder mal. Und die gleiche Art von Wolle ist auch das da. Da habe ich auch ein Tuch davon. Das finde ich ganz angenehm eigentlich. Das trage ich wirklich gerne. Und wieder mit einem Zickzack-Lesmuster. Oh, jetzt habe ich schon zweimal keinen Strich gemacht. Schlimm, schlimm. 92. Okay, genau. Das ist dann wieder so eine selbstgefärbte Tencel-Wolle, glaube ich. Das sind jetzt schon kürzere Snickers, auch ein 3:1 Muster. Das war dann 93 und jetzt kommt 94. Machen wir da weiter mal. Das ist noch mit Wolle und das ist aber wieder so eine Dreifach, so eine selbstgefärbte Snickersocke mit so einem Lesmuster vorne. So, ich habe jetzt festgestellt, nachdem ich das Video fast fertig gedreht hatte, dass es abgebrochen hat. Ich glaube nach Nummer 94 und ich habe auch jetzt zweimal durchgezählt und
ja, setze also jetzt fort. Ich hoffe, das passt jetzt noch alles. Auf jeden Fall, es wird sich nichts ändern mit der Gewinnerin, mit den Gewinnerinnen. Es handelt sich nur um eine, ja, kleine Differenz, was ich ursprünglich ausgerechnet hatte und was ich jetzt zweimal gezählt habe. 95. 95 ist so eine weiße Spitzensocke, das ist so eine Baumwollsockenwolle und hat hinten auch so ein Rippenmuster. Sneakersocke, ich schreibe es mir jetzt auf. 95. 96. Das ist aus dieser Tutti Frutti Serie von Regia gewesen. Die Farbe Kiwi und sie heißen auch Kiwi Socken. Haben auch so ein nettes Lesmuster. Das war 96. Jetzt kommt 97. Das ist auch diese Regia Baumwolle Wolle, aber nicht die Tutti Frutti Serie mit abgesetzter Ferse, Spitze und Bündchen. Das war 97. Kommt 98. Diese türkise oder mintfarbene Wolle ist die, war von meinem Leiertopf nach einer Anleitung von Isabel Krämer und ich glaube, dass ich auch das Spitzenmuster daraus genommen habe. Eben so eine Sneakersocke, unten wieder so ein Rippchenmuster. Das war 98. Jetzt kommt 99. Das ist die Wolle, die ich verwendet habe bei meinem Lechfall. Das Top, ich glaube, das ist von Rubato Designs gewesen, also Lechfall und das ist so ein durchbrochenes Rippenmuster, eine Bio-Baumwolle, allerdings leider keine echte Sockenwolle, 99. 100, auch ein Baumwoll-Sneakersöckchen, das ich überfärbt habe, zwar ursprünglich, glaube ich, auch weiß. Mit einem Mäusezähnchenrand oben und ein Lesmuster. Das war Nummer 100. Jetzt kommt 101. Das ist wieder so eine, keine echte Socken, also keine echte Wolle, auch nicht Baumwolle, so eine Hoferwolle, die sich aber sehr angenehm angreift. Lesmuster, längerer Schaft. 101. 102 kommt jetzt. Das ist wieder so eine Dreifachwolle, die ich überfärbt habe. So einem schönen Dunkelblau. Wieder ein Lesmuster vorne. Ich glaube, das war irgendwo eine Anleitung, aber ja, fragt es mich nicht mehr wo. Das war 102. Wir kommen zu 103. Das ist wieder aus der Tutti Frutti Serie, die Erdbeersocken mit so lustigen Bobbles rundherum. Da oben. 103. 104 ist jetzt die, die ich erst kürzlich gestrickt habe, diese Baumwollmischung von Butinette mit so einem Kästchenlochmuster, ich glaube von Tanja Steinbach. Das war 104. 105 ist auch wieder so eine Regia-Sockenwolle. Mit viel Baumwolle, Mäusezähnchenrand und hinten so ein Rüschchen, auch ganz lieb. Das war 105. 106, das ist wieder so eine Dreifachsockenwolle. Das war irgendeine besondere Anleitung, auch weil ich da hinten so eine Fersenlasche habe und auch ein Rollbündchen. Eine verstärkte Ferse, auch sehr schön. 106. 107 ist wieder diese, keine Sockenwolle, aber dafür Biobaumwolle, die ich mir selbst ausgedacht habe. So Sneakersocken mit so einem Rechts-Links-Muster, zwei nicht gleiche. 107. Ich rausche da jetzt etwas durch, weil ich glaube, die Folge ist schon sehr lang. 108. Das war aus der Kirschblüten-Serie von Tanja Steinbach. Die bunte ist wieder aus der Tutti Frutti-Serie und das andere ist irgendein dunkelgraues. 108 war das. Jetzt kommt 109. Das ist wieder diese Tutti Frutti-Serie. Ich glaube, das ist die Farbe Papaya. Das Muster habe ich mir, glaube ich, selbst ausgedacht. Auch ein bisschen längere Sneakersocken. 109.
Wieso stimmt das jetzt wieder nicht? 110. Das ist keine echte Sockenwolle. Das ist diese Cotton Merino, selbst ausgedacht. Und 111. Ich mag da jetzt gar nichts mehr dazu sagen, weil ich jetzt wieder nicht auf die Zahl komme, die ich jetzt zweimal durchgezählt habe. Aber ich habe eigentlich, also ich verrate es jetzt, ich habe jetzt zweimal 112 durchgezählt, ja? Okay, so, wer jetzt so wie ich noch immer daran zweifelt, dass ich mich verzählt habe, der zählt jetzt bitte mit mir mit. Ein paar habe ich an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40.111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112. Und das letzte Paar hatte ich euch vorhin gar nicht gezeigt. Das sind nämlich die neuesten von der Sock Madness, die sich nennen Little Brains, weil es sich auf die kleinen Bienen bezieht, und Näheres dazu werde ich euch im nächsten Podcast erzählen. Ich hoffe, die Sendung hat euch Spaß gemacht und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss! Genau 112 hat die Birgit Engelsberger geschätzt und ich gratuliere dir ganz, ganz herzlich. Du hast einen Strang selbstgefärbte Sockenwolle von mir gewonnen. Welche das sein wird, das besprechen wir nach noch. Auf jeden Fall, sie hat wirklich 112 getippt und ich gehe jetzt mal wirklich von 112 aus. Ich habe zweimal 112 gezählt. Dann 111 hat getippt eine gewisse MC Schura. Ich bin nicht genau, ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Mac Schura. Keine Ahnung, du hast leider auch unten keinen Namen dazu geschrieben. Aber ich gratuliere dir, auch du hast einen Strang Sockenwolle gewonnen. Und 110, was ich ursprünglich gedacht habe, hat getippt die Anja, die sich nennt The Anlion. Also ich nehme an, dass man das so ausspricht. Wir haben auch schon ein paar Mal geschrieben. Ich freue mich auch, dass du so gut geschätzt hast. Ja, also es wird irgendwas zwischen 110 und 112 sein. Nein, ich habe zweimal 112 jetzt gezählt. Das muss ja wohl stimmen.
Das habe ich mir nicht so schwierig vorgestellt, ehrlich gesagt. Ja, ich gratuliere den drei Gewinnern. Es waren ja da wirklich ganz unterschiedliche Schätzungen von, ich glaube, das Niedrigste waren 60 bis über 300. Ja, also ich habe nur ein kleines Haus, wo soll ich 300 Paar Socken unterbringen? Nein, 365 sogar. Sie hat gesagt, für jeden Tag des Jahres ein Paar. Naja, wahrscheinlich habe ich schon so viel insgesamt gestrickt, aber zu Hause habe ich die nicht mehr. Ja, also, ihr dürft euch eine Farbe wünschen, ihr drei, ja? Ihr dürft mir schreiben, im E-Mail am besten, wie ihr euch die Sockenwolle vorstellt. Aber wie ich schon gesagt habe, ich bin ja keine professionelle Färberin. Ich kann nicht versprechen, dass es wirklich so wird, wie ihr es haben wollt. Ich werde mich bemühen. Schauen wir mal, was rauskommt. Und bitte schreibt mir eure Adresse dazu, damit ich es euch schicken kann. Und ich hoffe, sie gefällt euch dann. Und ich bedanke mich jetzt nochmal bei allen, die bis jetzt zugesehen haben, die sich wirklich das angetan haben, dadurch 112 Paar Socken durchzulaufen, wie auch immer man das sagt. Und danke fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Rest Ostermontag, falls es heute noch hochgeladen wird, was ich hier hoffe. Und eine gute Woche, eine gute Zeit. Und ja, ich weiß nicht, wann ich wieder den Podcast machen werde. Es kommt ein bisschen auf meine Hand an, was ich stricken kann, wie viel ich stricken kann. Und ja, aber ich hoffe, ich sehe euch bald wieder oder ihr könnt mich bald wiedersehen. Ja, genau. Gut. Bis dann. Tschüss, Baba.